Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge CSGO Overwatch. Beziehungsweise ich glaube, ich nenne das Let's Overwatch CSGO oder so ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, wir haben wieder mal eine gekriegt. Und wir sind auf Nuke. Finde ich auf jeden Fall spannend. Und die Terroristen führen 4 zu 0. Davon gehen 3 Kills, ein Assist auf den Verdächtigen. Bunny Hopping kann er oder Skript hat er. Er geht sehr, sehr leise vor. Den kann man jetzt gehört haben und er ist drauf. Und er ist direkt drauf. Mal sehen, wie es weitergeht. Also es ist ein bisschen merkwürdig, wie er moved. Und er ist direkt drauf. Das nehme ich ihm noch nicht ganz ab, was er da tut. Weil irgendwie ist das so. Gefühlt. Ja, okay, das. Dann kommen sehen. Den anderen hat er nicht gesehen. Interessant. Da wird er jetzt was beschaffen. Dreht sich um, ist direkt drauf. Als hätte er gewusst, dass da einer sitzt. Der letzte sitzt Ramp. Und das war merkwürdig. Also das war gerade sehr merkwürdig. Jetzt hat er die AWE. Mal sehen, ob er Fehler macht. Die Leute mit der AWE machen irgendwann immer Fehler. Hasse es, wenn die Maus verschwindet. Den dadurch zu sehen ist schon schwierig, finde ich, aber ich konnte nicht so viel sehen, leider. Was war das? Der Wallbang auf den Gegner? Okay. Also ich würde sagen, der hat einen Wallhack, der hat einen Aim Assist und der hat einen Bunny Hop Script. Aber das ist nicht perma an. Und No Scope. Ja. Bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, die führen 7 und 7 fucking 0 auf Nuke als Tees. Entweder die Gegner sind extrem schlecht oder unser Talent hier weiß einfach nur, was er tut. Das sieht nicht so aus. Also unser Talent hier, unser Verdächtiger, unser Suspect wissen, was er tut. Sondern eher als wüsste sein Aimbot, was er tut. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Und
Ja, schön, dass ihr nicht getroffen habt. Also, den Aim hat er nicht unbedingt an. Dann können wir mal ein bisschen schneller vorspulen. Und er aimt nicht groß ab, sondern läuft einfach durch. Sehr verdächtig, finde ich. Niemals von einer Leiter bang. Und da geht er drauf. Erste Runde für die CTs, das gönne ich denen. So, mal sehen, was kommt jetzt für einer? Hat er vielleicht sogar ausgemacht? Ich bin mir nicht sicher. Aber dieses Bunny Hop Movement ist komisch, finde ich. Und komm, nicht durch die Smoke, schade. Den hat er jetzt gesehen, klar. Ich finde es ein bisschen doof. Also manchmal. Manchmal könnten sie sich dem Overwatcher doch einfacher machen. Weil rausfliegen tun sie sowieso. So, der oben ist gecallt. Den hat er gesehen und da kommt der Flick direkt hoch. Da geht er jetzt entgegen, weil er sieht, der kommt und. Kommt da der Wallbang? Nee, aber ein merkwürdiger Shot. Also ich finde dieses nach rechts flicken immer sehr, sehr merkwürdig. Ja. Ich habe mal wieder meine Maus nicht zu sehen. Schade. Und da haben die CTs die zweite Runde geholt. Ich bin irritiert. Suspekt. Was ist los? Ja, gut, schief hochgehen kennt jeder. Den Trick hoffe ich, dass man dann schneller ist. Aber den Waller, den gebe ich ihm auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht lange diskutieren. Der hat gerade eben einen ganz, ganz merkwürdig gedrückt. Und er moved auch merkwürdig. Also entsprechend würde ich sagen, der hat es auf jeden Fall verdient, dass man da ihn mal pausieren lässt, auf eine Vacation schickt. Oh, runtergefallen. Und er aimt oben hin, nicht unten. Und er. Was war das denn jetzt? Den konnte mal kurz den Kopf vielleicht erahnen. Und er wird vom Spawn aus gekillt. Was für ein Wichser. Geiler Typ. Stand einer tatsächlich noch CT-Spawn. Coole Nummer. Gut. So. Okay. Das müsste eine der letzten Runden sein, die wir jetzt zu sehen kriegen, oder? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben noch ein bisschen. Na, 10 Minuten noch angeblich, aber das sehen wir sowieso nicht vollständig. Das Movement. Zack, auf den Kopf. Zack, auf den Kopf. Also ein Aimer hat er. Also behaupte ich jetzt. Also für mich sieht es aus, als hätte er einen Aimer. Da wird er vom Mate beschossen, alles klar. Der Mate mag das auch nicht. Der Mate findet auch, dass da ein Hack im Angebot ist, unterwegs ist. Und jetzt, was macht er? Tut er da? Am Spawn steht immer noch einer. Der geile Wichser. Der geile Wichser macht ihn auch. Ich glaube, der geile Wichser
Hat auch angemacht. So. Also Zielhilfe hat er, Sichthilfe hat er. Alles andere konnte ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn ihr mit meinem Urteil zufrieden seid. Wenn ihr anderer Meinung seid, Daumen nach unten drückt. Also dürft ihr die Daumen nach unten drücken. Schreibt auch gerne einen Kommentar rein. Gebt mir Tipps, was ich besser machen kann. Ansonsten lasst gerne noch ein Abo da. Brassos ist raus. Tschö!